Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute einmal wieder beim Forellenhof Langlitz, Angelhof Langlitz, beim lieben Eugen. Und ihr seht das im Hintergrund, der Parkplatz ist voll. Ja, heute Feiertag und heute will ich einmal am großen Teich angeln. Und ja, heute hat Eugen so ein bisschen Sonderbesatz. Ist halt relativ voll, aber ich denke mal, es wird mal ein bisschen was gehen. Ich glaube eher momentan so ein bisschen die passiveren Methoden, das heißt Spoon, Gummiköder, klar, funktioniert auch. Aber ich denke mal Powerbait, das wird nämlich reinhauen, weil wir haben wirklich jetzt einen sehr hohen Temperaturunterschied. Morgens noch relativ kalt und jetzt mittags ist wirklich so, ich muss jetzt gleich nur hier im Pullover stehen und ansonsten ist es zu warm. Und will einfach mal probieren, weil es sollen auch einige von den Lachsforellen reinkommen. Eugen hat jetzt heute mal an diesem größeren Teich jetzt auch einen schönen Mischbesatz. Da sind Karpfen drin, also wirklich schöne Wildkarpfen. Störe hat er besetzt und halt die ganz normalen Portionsforellen. Saiblinge sind auch einige drin, hier sind heute auch rausgekommen. Und schöne Lachsforellen. Wie immer, wenn ihr weitere Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir ein kostenloses Abo da, kommentieren und Like. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. So Leute, ja, Grundroute, wie gesagt, Bodentaster, oder ich ziehe mal einen Bodentaster. Ja, ich werde jetzt, wie heißt es, Smoke und Tutti Frutti nehmen. Einfach so ein bisschen fruchtigen Job, Dip und dann hier vorne an der Kante werde ich mal einfach gerade raus fischen. Das gucken, wenn ein paar Fische hinterher schwimmen, einfach an der Kante. So, also. Gummiköder werde ich erstmal anfangen morgens. Mal gucken. Ich habe schon gesehen, da drüben, der junge Mann hat schon Bisse gehabt wohl. Probieren wir erstmal mit dem Gummiköder aus. Ich will erstmal gucken. Vielleicht schwimmen welche passiv rum oder aktiv. Ja, ich wollte aktiv erstmal mit den Gummiködern anfangen, weil ich hatte gesehen, wir hatten Mondphase und ich hatte bei den anderen Nachbarn gesehen, die hatten gleich morgens schon die ersten Würfe gemacht, aber die hatten nicht mal einen Anfasser, also die hatten so mal so ein paar kurze Anfasser bekommen und da habe ich gedacht, okay, die Fische sind morgens noch nicht ganz so aktiv, deswegen probiere ich es immer im Gummiköder aus. Ich habe auch so ein paar Anfasser bekommen, aber erstmal noch keine richtigen Bisse. So Leute, also ja, jetzt würde ich mal doch mal mit Spoon probieren. Ja, das ist hier so ein Replikat von Godhands. Schöne Grüße gerne an Erik von ED Custom Spoons. Der hat mir nämlich diesen in dem MA08 Design lackiert. Und ja, ich will mal einfach probieren, vielleicht damit. Einfach mal gucken, was damit geht. Ich wollte mal so ein bisschen was Besonderes. Und nachdem der Besatz jetzt erfolgt ist, da hatte ich mir gedacht, so jetzt machst du mal so einen Wechsel, weil auf die Gummiköder kam gar nichts, machst du mal einen Wechsel, wie gesagt, auf den Spoon. Wenn ihr Interesse an den Dingern habt, schaut mal also einfach bei Instagram vorbei, ED Custom Spoons. Ich habe mir die jetzt in dieser Farbe geholt, da kann man so ein bestimmt paar Spielereien machen. Und natürlich die ersten Würfe gemacht und habe auch gleich einige Anfasser bekommen. Aber ich habe gleich sofort gemerkt, okay, irgendwas ist hier nicht koscher in meinem Bereich. Wie die Fische hat's, ja, sind die bei mir so ein bisschen einfach knallhart durchgeschwommen. Rechts haben sie von mir gebissen, links von mir haben sie gebissen. War mir bei mir erstmal noch gar nicht. Auch mal wieder zurück auf die Gummiköder gewechselt, aber hier so genauso wie mit dem Spoon. Und ja, ich hatte jetzt wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde nach dem Besatz nicht einen einzigen Fisch vernünftig so ranbekommen. Da ich gedacht, so jetzt ist es vorbei, jetzt wechsle ich mal auf die Pastenroute. Aber hier war es genauso, rechts von mir wurde gefangen auf Powerbait, aber rein auf weiß und ich probiere das jetzt erstmal mit einer anderen Kombination. So Leute, ich habe den ersten Biss hier. Oder hast du, nee? Wollte gerade sagen, hast du mich? Nee. Portioni, läuft doch. Erster Fisch. Ja. So Leute, also Köder war
weil ich das am Anfang probiert habe, Smoke und Tutti Frutti und so 70 cm auftreiben. Ich hatte ja erst an der Kante stehen lassen, aber jetzt habe ich so einfach in der Mitte geworfen. Einfach in der Mitte vom Bund auftreiben, mittig. Da ist ja irgendwo die Kante, 1, 2, 3, 4, 4, 5 Sekunden. Ich muss ein bisschen weiter nach links. Und ja, Fisch ist da rumgetrieben. Also die sind noch nicht ganz so aktiv, aber erstmal der erste Fisch. Irgendwann nach einer Viertelstunde einfach solo Bleifischen habe ich mir gedacht, ich baue mal lieber auch die Pose um, weil für mich ist es einfach, ich mag es einfach besser mit der Pose zu fischen, ist manchmal ein bisschen hinderlicher, aber ich komme damit einfach viel besser klar und habe dann auch mal eine Farbänderung gemacht und bin so ein bisschen auf den Steg auch gegangen. Da, weg. Fisch. Oh, endlich eine. So Leute, ja, es hat mit der nächsten Porti geklappt, also momentan habe ich gerade noch, ist bei mir der Wurm drin, also Spoon habe ich nur so ganz kurze Anfasser bekommen und jetzt mit Powerbait auch schleppen, mit braun-gelb immer wieder Bisse bekommen und ich sitze so ein bisschen zwischen den Stühlen, so rechts und links fangen sie von mir, merke ich richtig, hier gerade in meinem Bereich ist ganz wenig Fisch, ich muss ihn wirklich so nach rechts werfen und jetzt habe ich aber zweiten Fisch und von daher, sie beißen. Mal gucken, die Lachse sind noch nicht so aktiv, die kleineren, aber kommt alles noch. So Leute, also Powerbait war braun-gelb. Also ich habe jetzt probiert mal eben mit braun-grün vorhin, nicht einen einzigen Biss. Und braun-gelb kriege ich immer wieder Anfasser. Also ich hatte mit braun-gelb ja vorher hier auch etliche Bisse, aber jedes Mal ausgespuckt und man muss sie wirklich lange ziehen lassen. Das ist also wirklich... Ich habe gemerkt, die Fische sind so ein bisschen weiter nach rechts oder nach links. Also hier im Mittelplatz ist normalerweise auch gut, aber eher rechts vom Steg. Aber alles okay. Das ist so. Ich habe mir den Platz ja jetzt ausgesucht und ich fange ja, ich habe jetzt rausgekriegt. Ja, die Änderung vorgenommen. Einmal mit der Montage und einmal selber dann auch natürlich mit der Farbkombination gespielt. Und ich hatte gehört, dass du Sachen mit Gelb, es ist einfach sonniges Winter, Sunshine Yellow, das funktioniert. Und irgendwann habe ich dadurch jetzt meinen ersten Fisch bekommen. So Leute, es hat nochmal geklappt mit einer. Ganz langsam. Im Wind. Im Wind. Ja. Schwarz-gelb. Hoppala. So Leute, ja, die nächste schöne, aber wieder eine Porti. Also. Wird ganz schwer, Sonne kommt immer mehr raus, aber ich habe jetzt rausgefunden, Powerbait schleppen, das ist momentan die beste Montage. Also der Wind drückt jetzt nach rechts, die Fische ziehen weiter nach rechts. Aber ich fange Fisch und ich werde weiterhin mit Powerbait angeln. So, und Verfolgsköder war
jetzt nicht braun-gelb, sondern ich bin jetzt auf schwarz-gelb gewechselt. Habe ein bisschen tiefer gestellt, also so ungefähr 1,20 Meter, 1,30 Meter tief habe ich die gestellt. Und hatte den Biss ja, ich stand auf dem Steg und habe dann sozusagen einmal ein bisschen gekurbelt und habe dann echt vorne lange stehen lassen. Und auf einmal habe ich gesehen, die Pose hatte so ein bisschen gezuckt. Also man muss sehr langsam, die sind doch sehr langsam unterwegs heute, weil der Wind ist kalt und ja, aber ich fummel nämlich jetzt so ein bisschen rein und Pose schleppen, das ist so mein Ding da. Wenn nichts läuft bei mir, dann Pose schleppen, das geht. Da geht immer was. Und nachdem ich es rausgefunden habe, wie es denn jetzt für mich am besten gerade läuft, war es eigentlich relativ einfach. Ich habe einfach gemerkt, so die Anfangszeit, natürlich haben die Fische sehr gut bei vielen auf Spoon gebissen, aber nach einer Zeit haben die Spoonbisse nachgelassen und dann kam halt meine Zeit mit Powerbait. So Leute, ja, wieder schwarz-gelb, Powerbait, also hier die Fische, wie was ich sagte, die stehen jetzt, ja, ich kann man hier so ein bisschen auf dem Steg, wenn man den hat, kann man ganz gut fischen, also natürlich, man muss mal gucken, wie man angelt, dass man die anderen nicht behindert, das mache ich ja nicht, aber mittig, ja, die Fische gehen immer weiter in den Wind rein, so, von daher, so Leute, ich habe den nächsten Fisch, so. Jetzt hochbrille. Oh, noch wieder eine. Wieder schwarz-gelb. Hat ein bisschen gedauert. War der, der mal das ist deiner. Ich habe ihn aber leider gefangen. Der hat bei mir gebissen. So Leute, nochmal eine ja, von den Portionis. Heute die Lachse, die stehen ganz in der Ecke in rechts und hier sind die noch die Portionsforellen, die beißen. Wieder schwarz-gelbes Powerbait, schwarz-gelb, Knoblauch, schwarz, neutral, es läuft, ja, tief geschleppt. So, schwarz-gelb wieder, Meter 20, Meter 40 so, wirklich auf die andere Seite schleppen und rüber und dann ganz langsam hier vorne Biss bekommen. Ja, die Sonne drückt die runter. Kombination, die natürlich funktioniert hat, die habe ich beibehalten und wir mussten wirklich, die Fische haben sich da so richtig rübergezogen oder ganz rechts in der Ecke. Aber da kamen wir bekanntlich erstmal noch nicht hin. Ja, da, ich habe glaube ich Biss, oder? Ja, siehst du? Ja. Oh, weg, weg, nein, weg, weg, ja. Biss. Steht. Ja. Ich glaube losgelassen. Ne? Ah ne, ist noch da. Noch da. Ja. Ja, jetzt habe ich sie. Ja, läuft. Ja, alles gut, hier mein Kescher. Jetzt siehst du, da ist ein Portionsforellen alles da. Der ganze Schwarm Portionsforellen steht da. So Leute, manchmal muss man mit Eugen seinem Bruder da rechts auf dem Steg und die nächste Portion läuft.
Ja, eine schöne. So Leute, ich hab Fisch. Aber das ist eine Lachs. Das ist eine Lachsforelle. Ja, die wollte ich doch haben. Alles gut, nee, schmeiß mal ruhig weiter, du. Ja, angel ruhig weiter. Aber die sind ganz tief. Ich habe tiefer gestellt und jetzt kam nach zwei Wurf der Biss. Ja, probiert mal schwerer. Aber das ist, guck mal, mit Powerbait kann ich viel Lamsanger fischen. Ich kann den auf dem Boden stehen lassen, der ist hinterhergekommen, hat sich den Köder geschnappt. Ist eine Lachsforelle, habe ich schon gesehen. Ja, habe ich schon gesehen. Kleiner Lachs. So Leute, kleinen Lachs. Oh. Daniel! Hier! Irgendwann gegen Mittag bin ich mal zu den Damen mal hingegangen, habe mich so ein bisschen dazwischen gestellt, einfach ja, ein paar mal. Wurf gemacht. Und gleich gemerkt, okay, jetzt hast du eine von den Lachsforellen dran. Aber ich habe die Fische, die ich da gefangen habe, weitergegeben, weil das war nicht mein Platz. Ja. Mit Powerbait gehakt, echt? So Leute, ja, jetzt mal schöne Lachsforelle. Ja, jetzt 2 Kilo hat sie, 2,5 Kilo. Ja, ich habe mich jetzt so ein bisschen jetzt dazwischen gestellt. Die gebe ich natürlich ab. Aber man sieht im Wind, da stehen die Lachsforellen und die Jungs, die hier waren, die hatten heute 4 Stück davon gefangen und die Kleinen, die sind dann eher so ein bisschen an der Seite, schwimmen sie rum und die Brüder stellen sich mitten im Wind. Ja, super Fische hier bei Eugen. So Leute, ja, wieder schwarz, schwarze, gelb, Sunshine Yellow, ja, die Sonne scheint, Sunshine Yellow, aber jetzt echt tief gestellt, so 2,5 Meter und wirklich hier an der Kante hat der Fisch zugepackt und ganz langsam unterwegs, also wirklich hier so im Zeitlupentempo, Fisch ist hier, ich habe mich mal hier in der Ecke gestellt und ich will noch so ein paar Fischchen fangen. Du hast den nächsten Biss. Wieder schöner Fisch. Ich glaube wieder ein Lachs, oder? Doch! So Leute, wieder ne. Konnte ich einmal ein bisschen werfen da. Ja, guck mal, wie tief ich schleppe und ich bin Lamsang. Ich hole mir die Fische, die hier so ein bisschen rumdümpeln. Ihr beangelt nämlich die aktiven Fische und ich hole mir durch dieses Lamsange Powerbait schleppen. Kann ich mir die Fische holen, die passiver sind? Und die so ein bisschen hier rumdümpeln. So Leute, ja, wieder schwarz-gelb. Läuft. Also hier in der Ecke im Wind ist der Fisch. Aber ganz tief schleppen. Also ich bin der Einzige, der gerade hier Fisch fängt. Aber Powerbait. Powerbait schleppen, das ist das Go-To. Ja, hier in der Ecke, wo der Wind drauf stand, da war der Fisch. Aber man musste sie auch richtig beangeln. Ich war gerade zu der Zeit, wo ich jetzt gerade da war, der Einzige, der wirklich damit Powerbait geangelt hat. Und war dann auch der Einzige, der so ein bisschen Bisse bekommen und gefangen hat, weil die Fische einfach nicht mehr so aktiv unterwegs waren. Jetzt gibst du mir mal den Kescher bitte. Aber den Kescher. Ich hab was dran. Ich hab noch nichts gefangen. Ich hab was dran. Merci. Ah. Powerbait läuft. Powerbait haben sie Zeit. Der Fisch ist gerade hier. Schmeiß rein. Rute rein. Rute rein. Der Spaß beginnt. Los.
Ich habe es dann einfach dann nochmal so ein bisschen überlassen, habe natürlich den Fisch, den ich da gefangen habe, nicht selber behalten, weil das ist einfach eine Sache, die habe ich dann übergeben, weil ich wollte einfach so ein bisschen Spaß haben, noch ein paar Fische fangen. Eigentlich war mein Ziel, eine Lachsforelle zu kriegen, habe ich auch geschafft, aber habe es dann bei mir am Steg nochmal probiert, aber die Fische sind, je höher die Sonne stand, desto mehr der Wind aufkam, sind die immer weiter in der Ecke gezogen. Und selber hier am Steg war erstmal überhaupt nichts mehr zu machen. Aber ich war dennoch zufrieden, hatte 6 schöne Fische bei mir am Platz gefangen. Und alle anderen Angler links herum, die hatten alle wirklich jeder Fisch gefangen, die rechts weiter in der Ecke waren, haben natürlich vermehrt die Lachsforellen gefangen. Und wie immer, mein Material, das findet ihr in der Videobeschreibung. Und meine Gummiköder und Snaps findet ihr auf eBay Kleinanzeigen. Bock auf Forelle. So Leute, habe Feierabend. Ja. War für mich heute wirklich kein einfaches Angeln. Also ich stand heute so ein bisschen zwischen den Stühlen und habe es am Anfang überhaupt nicht nach dem Besatz hingekriegt, überhaupt an den Fisch zu kommen. Und nachdem ich dann auf die Pose umgestellt habe mit Powerbait, hat es geklappt. Einen Fisch habe ich zum Anfang mit Grund auftreibend gefangen und anschließend die anderen habe ich wirklich mit Powerbait braungelb oder schwarzgelb gefangen. Und hinten in der Ecke auch noch mal eine schöne Lachsforelle. Heute war es nämlich auch so, der Wind ging nach rechts und wirklich am Anfang war morgens im Rückenwind waren die Fische noch, aber die sind dann sehr schnell rübergezogen und jetzt stehen die wirklich alle im Wind. Und es ist halt einfach manchmal so platzbedingt, aber es hatte eigentlich fast jeder wirklich Fisch gefangen. Gerade in der rechten Ecke, die hatten alle großteils auch zweistellig gefangen. Von daher wirklich schöner bunter Besatz. Saiblinge waren dabei, Lachsforellen und die normalen Portionsforellen. Und die machen selber auch schon Spaß. Also wirklich 1A-Qualität, kann ich euch sagen. Und es kamen heute auch ein paar Störe raus. Karpfen kamen heute bisher keine. Und Eugen hat wirklich klasse europäische Welse. Die sind heute, sind da viel rumgeschwommen. Die sind jetzt vorgestern reingekommen. Das heißt, wenn jemand da europäische Welse haben möchte, ich habe gesehen, da sind welche auch über Meter, also richtige Brecher. Und ja, da könnt ihr einfach mal schauen beim großen Teich. Wie immer, wenn ihr weitere Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir ein kostenloses Abo da, kommentieren oder Like. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!